Einen schönen guten Abend in der Runde und Dankeschön Katrin und Karl für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, bei den Meetups hier mit dabei zu sein, weil dann kann ich noch mal das sagen, was ich irgendwo nirgendwo anders sagen darf oder nicht den Platz habe, das zu tun. Deshalb habe ich hier einen kleinen Pitch mitgebracht, was mir auf der Seele brennt, und ich möchte gar nicht zu viele Vorworte verlieren und einfach direkt starten. Wie gesagt, mein Name ist Jan Ullmann, ich bin E-Learning-Trainer und Berater, und kurz zusammengefasst, was ich den ganzen Tag mache, ist die Themen Digitalisierung und den Menschen mit Pädagogik und Didaktik irgendwie sinnvoll zusammenzubringen. Darum geht es mir in meiner Arbeit, also weder irgendwie was mit Digitalisierung zu machen, noch irgendwas mit Pädagogik zu machen, sondern diese Schnittstellenkompetenz eben auszufüllen. Und das ist eben, was ich ja seit einigen Jahren als E-Learning-Trainer und Berater jetzt aktuell für meine Firma Lernhandwerk selbstständig tue. Und was ich heute mitgebracht habe, sind drei Fragen für heute Abend. Wirklich in aller Kürze. Ich versuche das wirklich im Schnelldurchlauf zu machen. Ihr könnt euch das dann auch gerne später noch in Ruhe nochmal durchlesen. Nämlich erstens, kann es eventuell sein, dass wir in den letzten 9 Monaten in der sogenannten Corona-Pandemie in Sachen Digitalisierung des Lernens alten Wein aus digitalen Schläuchen ausgeschenkt haben? Zweitens, ich habe darunter geschrieben, ein Plädoyer für menschliches E-Learning. Menschlich, was soll das denn eigentlich sein? Schreiben sich alle Unternehmen ja sehr gerne auf die Fahnen. Bei uns steht ein Mensch im Mittelpunkt. Klingt sehr schön. Was heißt denn das eigentlich? Dazu möchte ich ein paar Worte verlieren. Und drittens möchte ich auch nicht vergessen, was ganz oft manchmal fehlt. Deshalb fand ich das eine sehr schöne Vorlage auch von Axel, der ganz konkret gesagt hat, wie geht denn das jetzt? Ja, damit wir nicht auf der Philosophieebene stehen bleiben. Ich freue mich also, dass Sie alle da sind, und dann können wir auch schon starten. Erstens, was ist in den letzten 9 Monaten passiert? Meiner Ansicht nach ist Folgendes passiert, nämlich die Digitalisierung hat 2-mal geklingelt. Alle, die sich jetzt noch gewehrt haben, seien das jetzt öffentliche Bildungsträger oder auch die Personalentwicklung an Unternehmen, haben jetzt gemerkt, wir können uns dem nicht mehr zur Wehr setzen. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt digitalisieren. Und dann haben wir auch genau das gemacht. Und stellen jetzt fest, dass wir uns ja meiner Ansicht nach so ein bisschen in der zweiten Welle wiederfinden. Aber nicht die zweite Welle von Corona, sondern die zweite Welle der Digitalisierung, nämlich jetzt nochmal gescheit. Weil im ersten Wurf haben wir, glaube ich, viele Sachen auf die Schnelle und natürlich auch den Rahmenbedingungen entsprechend ja so ein bisschen übers Bein gebrochen. Jetzt geht es aber darum, wie wir das nochmal ordentlich, nämlich mit dem Menschen im Mittelpunkt machen. Und was eben ja in den letzten 9 Monaten passiert ist, waren viele Überraschungen. Nämlich Überraschung Nummer 1, der Neuigkeitseffekt versus die Prinzipien. Als das alles losging im März, April, waren alle so, hurra, und wir machen jetzt nur noch Sachen per Webinar und wir brauchen jetzt überhaupt keine Präsenzen mehr und das ist alles viel toller und das geht doch alles wunderbar. Wir brauchen jetzt keine Flugreisen mehr. Und auch damals habe ich schon gedacht, lass uns mal 2-3 Monate warten. Denn dann kommen wir ganz schnell wieder zu den gleichen Prinzipien zurück, zu Sachen, die dann immer wieder schieflaufen oder gewisse Potenziale, die ändern sich nicht ständig. Das heißt, auch in der Pandemie, auch in der Digitalisierung funktioniert das Gehirn des Menschen immer noch gleich. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir die Sachen, die wir eben in Sachen Personalentwicklung, in Sachen E-Learning, nicht an der Technik und Digitalisierung ausrichten, sondern eben an dem menschlichen Gehirn. Und da hat Axel mir ja schon eine wunderbare Steilvorlage gerade gegeben. Überraschung Nummer 2. Wir haben eine Pandemie der Zoom-Fatigue. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ganz viele Kunden, die sich jetzt wieder nach Präsenz sehen. Und was auch tatsächlich so eine Mehr ist, so ein Narrativ, nämlich, dass die Digital Natives so abfahren würden auf die Digitalisierung, auch das ist nicht eingetreten. Das heißt, wir können uns auch hier mal fragen, auf was kommt es denn eigentlich wirklich an und wie, wenn die Rahmenbedingungen es eben jetzt gerade nicht anders hergeben und wir uns eben nicht wie beim ersten Meetup, wo ich dabei war, wir uns in Präsenz bei einem Bierchen treffen können, wie können wir da ein bisschen entgegensteuern und trotzdem mit den aktuellen Gegebenheiten das Maximum an Aufmerksamkeit rauszuholen. Überraschung Nummer 3, Menschen sind keine Input-Output-Maschinen. Wenn ich mir sehr oft an Unternehmen E-Learnings angucke, dann habe ich so den Eindruck, dass wir das Bild davon haben, dass wir Menschen lernen, indem wir einfach Input in die Köpfe reinkippen und dann kommt hinten Output raus. Und das können Maschinen sehr gut. Die sind I/O-Maschinen, das können die ganz wunderbar. Nur der Mensch und das menschliche Gehirn lernt so nicht. Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre, tut er aber nicht.
Unser Gehirn ist kein Input-Output-Gehirn, unser Gehirn ist ein Erfahrungsgehirn, was am besten noch mit emotionsgeladenen Erfahrungen am besten lernt und eben nicht einfach nur, indem ich irgendwelche E-Learning-Inhalte hingeknallt bekomme mit einem sehr, sehr schicken Videokurs, der dann mit hunderten von Hochglanzvideos von meinem Vorgesetzten eben da präsentiert wird, sondern es geht darum, eine aktive Erfahrung zu machen. Und das gibt E-Learning in den meisten Fällen nicht her. Und da möchte ich auch kurz was dazu sagen, wie wir das eventuell besser machen können. Denn, das hatte ich beim letzten Mal schon dabei, was ist das Grundproblem von E-Learning und Co., was meine Kunden mir immer wieder spiegeln? Alles perfektionieren wir, perfektes LMS, perfekte Videos, alles sehr schön hergerichtet. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, die Mitarbeiter müssten es halt jetzt nur noch machen. Und die kommen dann eben und sagen, nicht schon wieder E-Learning, ich muss arbeiten. Das heißt, da fehlt irgendwas. Da ist eine Lücke, über die wir eine Brücke schlagen müssen. Und genau darum geht es mir eben. Welche Lücke, dass wir unser Gehirn, das Veränderung nicht mag, können wir da für unsere Mitarbeitenden schlagen, um wirklich ein menschliches E-Learning hinzubekommen. Wir haben also die Rechnung, wenn es um E-Learning, wenn es um digitales Lernen, sehr oft ohne den menschlichen Verstand gemacht. Und es würde uns wahrscheinlich sehr gut tun, wenn wir ein bisschen mehr darüber erfahren, wie der menschliche Verstand funktioniert und welche Modi es da gibt, wo er entweder eine Ablehnung ist zur Veränderung oder offen ist zur Veränderung und da Lernen die ultimative Veränderung ist, wie wir uns das zunutze machen können. Zweitens, menschlich, was soll das denn eigentlich sein? Da könnte ich natürlich jetzt noch eine eigene Keynote dazu verlieren, mache ich aber nicht. Ich teile das Gehirn mal in zwei Modi ein. Das Gehirn hat ganz grob gesprochen zwei Modi. Zum einen den Überlebensmodus, nämlich wenn ich in Angst bin, wenn ich mich in einer unsicheren Umwelt bewege, wenn ich im Widerstand bin zu dem, was ist, wenn ich eine fehlende Relevanz habe zu Inhalten, die ich machen soll, wenn ich von negativen Gedanken und Emotionen gesteuert bin, wenn ich in Überforderung bin, wenn es Ablenkungsquellen gibt. Ja, dann ist unser Gehirn im Überlebensmodus. Und sehr, sehr oft ist unser Gehirn genau auf dieser linken Seite. Und wenn wir da nichts dagegen machen, dann nützt das schönste digitale Spielzeug, das schönste LMS nichts. Das kann sich nämlich darum nicht wirklich kümmern. Da müssen wir irgendwie gucken, wie der Mensch dann als Begleitung das Gehirn des Lernenden rüberspringen lässt vom Überlebensmodus in den Schöpfungsmodus, indem er nämlich zum Beispiel Perspektiven aufmacht, statt von Erinnerung der Vergangenheit, von der Vision der Zukunft definiert zu sein. Eine sichere Umgebung schafft. Nur wenn wir uns sicher fühlen und uns nicht der mentale Säbelzahntiger jagt, können wir was lernen. Dass wir mit Offenheit und Akzeptanz im Gegenüber uns einander gegenübertreten. Dass wir Sinnhaftigkeit vermitteln, Freude und Humor arbeiten, die Leute sicher scheitern lassen, das heißt eine aktive, positive Fehlerkultur einführen und eben auch Unterstützung bieten, in dieser neuen Homeoffice-Situation, wie schaffe ich es wirklich ganz fokussiert zu sein und diese ganzen 1000 Ablenkungsquellen hier zu reduzieren. Und dazu hat erst vor kurzem jemand was sehr Schönes gesagt, was mich wirklich sehr berührt hat, nämlich was der Unterschied zwischen KI-Maschinen und Menschen eigentlich ist. Das haben KI-Forscher herausgefunden, interessanterweise. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Maschinen und uns Menschen? Was macht uns eigentlich anders? Und er hat gesagt, Menschen haben lebendige Bedürfnisse, vor allem Kinder, aber auch wir Erwachsene. Und wenn wir die unterdrücken, dann werden wir den digitalen Geräten immer ähnlicher. Und das ist echt ein Problem, weil digitale Geräte sein, das können digitale Geräte am allerbesten, aber Mensch sein, das können wir Menschen am besten. Deshalb wäre es wichtig, genau auf diese Bedürfnisse einzugehen, diese zu berücksichtigen und danach eben das E-Learning auch mit digitalen Mitteln zu gestalten und nicht andersrum. Punkt Nummer 3. Und wie machen wir das jetzt konkret? Ja, dazu gibt es natürlich viel zu sagen, aber für mich ist nach wie vor der Königsweg das integrierte E-Learning oder auch Blended Learning sehr oft genannt. Da brauche ich jetzt keine wissenschaftliche Definition davon, sondern es ist ganz einfach erklärt. Blended Learning, integriertes E-Learning bedeutet zu gucken, was macht eigentlich wo Sinn? Was macht Sinn, wenn wir zusammen sind in Präsenz oder synchron in einem Webinar? Was macht Sinn in Selbstlernphasen? Zweitens, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das größte Problem von E-Learning ist, dass es nicht sinnvoll ist oder der Sinn des Ganzen, die Relevanz, nicht sauber vermittelt wird. Und wenn ich nicht weiß, was bringt mir das hier eigentlich, was ich hier machen soll, warum soll ich mir diese Videos hier angucken, wird mein Gehirn nicht sonderlich offen zu dieser Veränderung sein. Dementsprechend, Lernen ist kein starrer Prozess. Das ist ein
sehr dynamischer Prozess. Wir sollten den Mut haben, adaptive Lerndesigns zu machen und die Bildungsidee, die Lernidee in unseren Köpfen updaten und eben die Reihenfolge einzuhalten, erst nach den menschlichen Bedürfnissen, Ängsten, Emotionen und Gedanken unserer Zielgruppe zu gucken, dann das Konzept daraus auszurichten und dann eben die Technik daran anzupassen. Das mag jetzt sehr trivial klingen, aber ich verspreche euch, das wird in fast allen Fällen oftmals umgekehrt gemacht. Und als letztes, die menschliche Begleitung im E-Learning. There's no app for that. Und als wirklich allerletztes, auch zu gutem E-Learning, zu menschlichem E-Learning gehört, auch noch die Zeit zu haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Denn zu lernen gehört eben nicht, wie eine Input-Output-Maschine, neue Sachen in mich reinzustopfen, in der Hoffnung auf Output, sondern die Sachen auch sacken zu lassen, bewusst zu reflektieren und dann eben in unserem Gehirn zu verankern. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank und wenn es Fragen gibt, gerne jetzt oder anschließend. Danke für die Aufmerksamkeit.